Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video vom Dragodia-Server mit dem Dragodia-Modpack. Ja, wir sind gerade wieder am Umbauen gewesen. Das Modpack wurde wieder ein bisschen umgebaut und sind jetzt ein paar Mods rausgeflogen, die Performance-Probleme gemacht haben oder einfach ein paar Balancing-Probleme mit dem Leveling-System und so. Also meinen Slash und Eisenfire ist leider wieder rausgeflogen. Wir sind hier jetzt auf dem Testserver. Okay. Und ja, es läuft viel flüssiger. Es hat jetzt zwar noch mal kurz ja, Standbild gegeben. Aber ja. Wir können nochmals kurz reinschauen. Wir suchen übrigens noch dringendst Modder, die ein paar Mods verändern können oder neue Mods machen können, die halt auf Rollenspiel basieren, weil wir natürlich einen ziemlich guten Rollenspiel-Server machen wollen. Und da haben wir sehr viel vorbereitet. Wir machen direkt mal am Spawn dann die Portale in verschiedene Königreiche. Da die Welt ja 5 oder ja 6 Kontinente hat, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also Antarktis natürlich nicht. Aber wir machen Nord- und Südamerika zusammen und Europa und Afrika. Weil in Afrika hat es jetzt auch nicht gerade so viele Zivilisationen, die Ding sind. Und ja, die Zeitzone wird wahrscheinlich die dunkle Zeit sein. Die ist zwischen, ja, so ungefähr zwischen 0 nach Christus und 57 nach Christus. Und das war einfach eine Zeit, wo viel passiert ist. Viele Horden waren, also Völker, die sich ein bisschen bewegt haben. Das können wir dann gut ins Rollenspiel einbringen. Also dort, also ja, dass ihr dann auch mal wechselt oder nicht immer in eurer Heimatstadt seid, sondern auf Krieg oder sonst irgendwas. Was wir übrigens in Arenen machen, damit nicht überall dann PvP an ist und alle immer wieder angegriffen werden im Rollenspiel, ist das ziemlich gut so. Können wir natürlich auch nochmal ändern später, aber ja, für Feedback sind wir ja immer da. So, und wir haben volle Kisten. Ja, toll. Müssen wir überhaupt ein bisschen Holz fällen. Ja, eben, da testen wir eigentlich immer wieder, meistens am Abend mit ich und Marco. Der Xcarus hat ja das Modpack wieder ein bisschen bearbeitet. Und ja, ist ziemlich gut geworden. Es gibt halt noch ein paar Probleme. Mit zum Beispiel, ja, dass man fast kein Eisen findet, sondern nur Kupfer und Zinn. Und ja, ist halt auch jetzt nicht immer so praktisch für den Start. Deshalb haben wir auch eine Freebuild-Welt am Spawn, also in der World, wo ihr einfach frei bauen könnt, ganz normal. Und ja, jetzt müssen wir mal hier oben hin tun. So, da könnt ihr ja, einfach bauen, was ihr wollt. Auch mal Zukunft oder Fantasie voll bauen. Ja. So, und ja, das Modpack wird ja leicht zu installieren sein. Einfach CurseForge Launcher runterladen und dann das Dragon Modpack, also Dragodia Modpack auswählen und installieren, dann könnt ihr schon spielen. Optifine ist eigentlich auch drin, funktioniert meistens aber nicht, weil Curse Launcher nicht will, dass man Optifine in einem Modpack hat und das dann manchmal wegmacht. Dann einfach wieder Optifine installieren, wenn ihr ja, ja, das nicht habt. Better FPS ist drin. Muss kurz schauen, ja, ist drin. Und ja, ich habe hier viel mehr FPS. Ich habe 428 bis 305. Ja, es geht ein bisschen runter, wenn man läuft. Aber das ist genug FPS. Ich könnte hier noch die Grafik viel höher stellen. Aber das ist jetzt der Server mit der Sichtweite natürlich. Wir könnten den Server natürlich auch noch ein bisschen, also die Sichtweite vom Server noch ein bisschen erhöhen. Aber jetzt momentan müssen wir erstmal die Lags vom Server ein bisschen ausbügeln. Jo. Also seht ihr hier, also natürlich ein neuer Volt Generator mit diesen schönen Bergen und so. Und dann natürlich Tiere, Pflanzen, die gar nicht mal so viel spawnen. Da müssen wir noch irgendwas fixen.
zu wenig Eisen. Ich hätte Eisen schmelzen sollen beim Weglaufen. Wir müssen unbedingt noch zum Berg rübergehen. Ja, es gibt zum Beispiel hier Hamster. Okay, hier gibt es einen Dungeon oder so irgendwas. Und eben ganz viel RPG-Sachen, viele Schwerter, viele Blöcke, alles Mögliche. Also wenn man jetzt hier schaut, also ganz viele Rüstungen. Also alles für einen Rundspiel-Server eigentlich angepasst. Bäume, Pflanzen, Pfeile viel mehr. Hier haben wir Armbrüste, Boomerangs, wir haben Tinkers Construct und ja, vor allem Schießeln Bits, Backpacks, Adventure Backpacks und so weiter. So, wir schauen mal, das ist ein Roguelike Dungeon, der ist ein bisschen zu schwer für mein momentanes ja, Level 3 und ja, ein Backpack habe ich gefunden fürs Minen. Mehr habe ich leider noch nicht. So, wir haben halt sehr lange gestern Abend nochmals beim Testen von Mods und so Sachen. Konnten gar nicht mehr so viel spielen. Ja. So, da auf Twitch, ja, jetzt momentan nicht so die Minecraft-Zeit ist scheinbar. Viele haben nur so 20 Zuschauer, nicht irgendwie 2000. Keine Ahnung, wieso das so ist. Ja, wahrscheinlich von 1.8 sind die Vorfreude. Spielen nicht so viel in Minecraft gut. Kann ich verstehen. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Wüste. So wegen der Sichtweite, aber das ist der Server. Der Server ist momentan noch ein bisschen langsam. Da bin ich gestorben, weil ich das Stronghold gefunden habe mit dem Portal. Und ja, ich bin schon reingegangen mit meinen schlechten Ausrüstungen, keine Rüstung dabei gehabt und so weiter. Natürlich nicht so tolle, hä? Das war, glaube ich, ein Kaktus, oder? Ja. Also, es sieht mega geil aus. Also, wir schauen noch, dass wir natürlich nochmal so ein bisschen besser den World Generator hinkriegen. Sonst irgendwann wird es halt auch noch eigene Mods geben, aber wir suchen dringend einen Modder. Und vielleicht noch einen Modder-Einsteller, Mods-Einsteller. Weil manche Sachen sind auch für X-Karus noch ein bisschen zu schwer, wie zum Beispiel das Einstellen von bestimmten Mobs, dass die nicht so viel Damage machen. Ist halt manchmal noch ein bisschen zu schwer. Zum Beispiel Skelette machen 2,5 Schaden pro Schuss auf Eisenrüstung. Ein bisschen zu schwer. Ja, hier ist der Berg, man sieht halt nicht so weit. Warte kurz, ich cheate einfach ein bisschen, ist auf der Test. Aber so Sachen wie, ja, so Berge sehen wunderschön aus, aber ja, ich dachte, es gibt recht viele Blumen und so, aber die spawnen nicht. Das ist nicht genau der Mod, aber es ist irgendwie so ein Tiermod, Adventure Craft oder so. Also mit diesen Füchsen, wo ihr gesehen habt, das ist der Mod. Ja, mit Ziegen von Animania. Gut, also solche Sachen sind natürlich fürs Rollenspiel zum Bauen recht cool. Wir haben hier sogar ein Portal, das einfach so generiert wurde. Im Nether haben wir natürlich auch noch. Ich kann jetzt gerade nicht rein. Da haben wir natürlich auch noch gerade so neue Biome mit dem Nether.io, glaube ich, heißt der. Schauen wir gleich mal, wie der heißt. Und leider der Mod ist rausgeflogen mit dem sofort durchgehen. Ja, wir haben hier gerade eine Beehive, hoffentlich sterben wir nicht. Nether. Höllisch. Wo bitten? Nether-X, nicht Nether-IO, sondern Nether-X. Okay. Ich will wieder raus, hier ist ein Ghasting unter, ne? Ja, also. Jo, und solche Konstrukte werden natürlich auch generiert. Was ist das hier oben? Ah, das ist ein Geist. Ja, so ein Geist, weiß nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall sind die nervig. Also die greifen halt an wie Phantome. Genau. Ja, also der Erfolg kommt halt nicht so schnell. Der Server wird wahrscheinlich sehr wenige Spieler am Anfang haben. Ich werde natürlich schon viel livestreamen, aber ich bin halt noch nicht groß. Und ja, auf YouTube seht ihr es ja auch. Ich habe eher Spieler, also Zuschauerschwund als Zuschauer,
die kommen. Also wenn ihr alle das hört und ihr denkt, ja, das könnte für euch etwas Tolles sein, dann bitte ein bisschen Support. Ihr müsst es nicht machen, aber einfach damit solche Videos auch gemacht werden, weil ich sehe kaum noch Livestreamer oder Let's Player, die Modpacks machen oder spielen, außer die ganz großen, und die spielen meistens ja nervige, komplizierte Modpacks ohne großen Adventure-Wert oder so. Ja, das Spiel ist halt meistens eher ein Minispiel-Game oder ein, ja, Crafting-Game. Das ist ja meistens nicht so das, was man jetzt unbedingt immer haben möchte. Also ich bin eher der Bauer, also der Konstrukte baut, oder der Rollenspieler. Und beides wird eigentlich nie supportet von den ganz Großen. Und das ist natürlich schon nicht gerade so motivierend. Also Sichtweite muss erhöht werden, das ist klar. Ist, glaube ich, bei 10 oder sogar noch weniger auf dem Server. Wie kann man eigentlich dieses Flachs ernten? Mit der Schere baut man es nur komplett ab. Und sonst weiß ich leider auch nicht wie. Muskatnuss in einem Tannenwald, okay. Realistisch nicht. Winddistel. Macht keinen Schaden. Jo, jetzt haben wir eher auf Erkundung gemacht. War vielleicht nicht gerade so interessant für euch. Kann gerne wieder zurückgehen und noch ein bisschen etwas anderes machen, aber ich habe kein Thema mehr. Mache hier lieber das Video jetzt nicht so laut mehr so lange. Im nächsten Video schaue ich, dass ich dann natürlich nochmals ein bisschen etwas mehr Content zeige, aber ja, ihr kennt es, Minecraft bietet halt nicht immer den schnellen Content. Ja, die Erkundungen sind halt noch nicht jetzt möglich. Die mache ich dann im nächsten Video oder übernächsten Video. Der Dungeon vielleicht dort mal erkunden, wenn er noch nicht gemacht wird von Marco. Ja. Also meine Stimme ist gerade wieder am entzündet sein. Aber halt immer noch die schwere Entzündung jetzt gerade. Stirnhöhlenentzündung und Mittelohrentzündung. Also eigentlich sollte ich das gar nicht machen jetzt momentan. Aber trotzdem möchte ich natürlich euch bei Stange halten. Deshalb streame ich jetzt auch gerade nicht so viel. Sonst streame ich ja jeden Tag meistens 7 bis 11 Stunden. So im Durchschnitt. Das kann ich momentan halt nicht. Also nach 10 Minuten, wie ihr seht, ist meine Stimme halt schon wieder kaputt. Stimmbänder sind halt immer noch entzündet. Naja. Aber gut, also ihr habt die Information bekommen. Die Qualität ist natürlich noch nicht so groß, aber das wird ja gemacht. Ein neues Mikrofon wird ja gekauft. Und ein neuer PC ist ja sowieso eigentlich schon bald da. Also ich sage noch ungefähr so eine Woche, dann ist der neue PC da. Ich hoffe es jedenfalls. Der Ding ist mega cool. Der Felsen. Sieht aus wie eine Schildkröte oder so etwas. Mann, ich bin so mega fasziniert. Ich hoffe, ihr auch. Also, eben so ein Projekt ist halt einzigartig. Niemand macht eigentlich einen modded Rollenspielserver. Niemand. Außer vielleicht Craft Attack oder so. Aber Craft Attack ist ja Vanilla. Und ja, eben. Sonst machen wir halt eben zuerst auch noch einen Vanilla-Server, damit wir die Leute ein bisschen anlocken können. Okay, Black Granite Sandstone. Kann man so. Kann man so eine böse Festung machen in der Wüste. Ja, nicht schlecht. Also sieht nicht so schön aus. Ich hätte lieber einen schwarzen Sandstein gehabt. Es ist ja Black Granite. Aber gut. Naja. Da haben wir Hasen, die sich nicht bewegen gerade. Okay, die schauen nur sich um. Also Animania Mod ist ja eigentlich nicht 1.12.2. Also der wird in 1.12.2 wird er halt irgendwie gar nicht mehr so entwickelt. In der neuen 1.17.1 oder 1.16.5, weiß ich nicht, wie weit der Mod ist, wird er natürlich noch viel besser sein. Aber da wir Custom MC brauchen für das Rollenspiel, damit überhaupt Personen auf dem Server sind, wenn jemand spielt, ja, haben wir 1.12.2 natürlich gewählt. Jo, gut. Jo, da wir jetzt eine Wüste haben, die jetzt nicht so interessant ist, beende ich das Medium mal.
Wenn ihr weitere Videos wollt, schreibt es in die Kommentare. Okay, machen wir noch die Ding, Pyramide hier. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, jederzeit senden. Wenn ihr euch für die Rollenspielwelt registrieren wollt. Okay, war das Server am Speichern oder so etwas. Okay. Nein, nein, nein. Ich sterbe immer wegen dem. Immer wegen dem. Also zweimal oder dreimal bin ich gestorben im Stronghold. Wegen dem. Okay, es ist gar nicht so eine riesen Wüste. Soll ich jetzt wegwerfen? Ah, hier haben wir Flachs. Aber das ist Flachs. Chickpeas. Sisal. Wir haben alles noch nicht. Also ein Pilz kann man sicher nochmals irgendwo finden. Und dann nehmen wir die Berry nicht mit. Die haben wir. Okay. Jo, dann gehe ich wieder zurück. Und ja, beende das Video. Hä? Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Video oder Livestream auf twitch.tv/ ja, Dragobas/U-Dragobas. Dankeschön. Ja, der Mod muss raus. Das ist einer der Ding Mods, die Probleme machen, das Bluten, das Sterben durch Blutung. Viel zu hardcore, weil wenn man ein bisschen verletzt ist und kein Essen tut, nicht Essen tut, ist man schon sofort tot. Also ich hatte irgendwie 4 Leben und wurde irgendwie gehittet von irgendwas, von einem Geist oder so. So hörte sich so schsch an. Niemand weiß es. Es steht auch nicht mehr, an was man gestorben ist. Dankeschön. Na gut, also. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich gehe hier hin. 1000 Meter, gut, okay. Und hol mir die Leiche einfach wieder. Bis dann. Tschüss.